Vor allen Dingen würde ich dafür plädieren, Europas Grenzen massiv zu sichern. Denn wir werden einen unglaublichen Migrationsdruck aus dem Nahen Osten und noch stärker aus Afrika bekommen in den nächsten Jahren. Einen Migrationsdruck, dem wir nicht entsprechen können mit den Aufnahmekapazitäten, die wir haben. Insofern ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade wenn wir eine Bewegungsfreiheit im Inneren der Europäischen Union haben wollen, dass wir nach außen eine ganz klare Grenzsicherung machen. Ich selbst erlaube mir da auch von der Festung Europa zu sprechen. Das heißt, wir müssen die Kapazitäten ausbauen, denn mit den vorhandenen Kapazitäten ist es völlig undenkbar, dass wir der illegalen Migration in die Europäische Union hinein Einhalt gebieten. Das aber müssen wir, sonst werden wir über früh oder lang selbst zu dritter Welt werden. Das kann nicht gehen.